großer Handelsumschlagplatz seit mehreren hundert Jahren. Ich habe schon an das Exotischste überhaupt gedacht. Anscheinend wollen die den Rollerverkehr dadurch um 70% senken. So, da sind wir wieder im neuen Land. Ja, hallo aus Vietnam und wir sind gerade in Ho Chi Minh City. Ehemals Saigon. Ja, und stehen hier schon auf dem zentralen Platz. Union Square heißt der. Und hier ist zum Beispiel eine Statue von Ho Chi Minh. Wer genau das ist, das werden wir noch erfahren, weil wir machen eine Stadttour. Zu den Top-Hotspots, alle Sehenswürdigkeiten, die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, die man so alle in Laufnähe machen kann. Wobei Laufnähe ist noch ein bisschen positiv ausgedrückt. Das ist immerhin 3,5 Stunden Tour. Und wir stehen auch vor so einem riesigen Gebäude mit Vietnam-Flagge oben drauf, sieht man das so rum, so, oder? Und ja, was das für ein Gebäude ist, wissen wir auch noch gar nicht. Wir blenden es hier auf jeden Fall schon mal ein, weil ich denke mal, bei der Tour können wir jetzt auch nicht die ganze Zeit filmen, weil natürlich richtig, ist es nicht unser Content, aber wir erzählen euch auf jeden Fall die Fakten. Genau, da sind wir sehr gespannt, was uns so alles gezeigt wird. Wir sind jetzt seit 1,5 Stunden unterwegs ungefähr, haben jetzt gerade ein erstes kurzes Päuschen. Wir sind gerade am Hauptpostamt, gebaut 1880. Und ja, ganz interessant, es ist immer noch aktiv. Man kann vorhin hier immer noch Postkarten verschicken. Da drin ist nur gerade brutal viel los, deswegen haben wir uns dagegen entschieden, die 10 Minuten Pause da zu verbringen und sitzen jetzt lieber hier draußen ein bisschen entspannt. Ja, alles voller Schulklassen noch irgendwie. Wir machen wahrscheinlich auch einen Ausflug hierher. Ja, wir haben schon echt viele coole Gebäude gesehen, dadurch, dass es der historische Teil ist von Ho Chi Minh Stadt. Sehr viele Kolonialgebäude, zu der Zeit, wo die Franzosen beispielsweise hier waren. Aber auch schon vieles zur Geschichte, was die Amerikaner hier so aufgebaut haben oder auch umgebaut hatten. Und wie es heute eben umgebaut wurde. Und hier vom Postamt hat man auch einen wunderbaren Blick auf die Notre Dame Saigon. Also Nachbau der Notre Dame Kirche. Nur, ja, die ist leider gerade die Front komplett in einem Gerüst gehüllt. Ihr habt es eben auf der Aufnahme auch gesehen. Von hier sieht man jetzt so ein bisschen die Seite, die ist nicht im Gerüst eingehüllt, aber ein bisschen schade. Die Baustelle ist übrigens noch bis 2026. Generell haben die hier gerade viel vor, weil es wird zum Beispiel hier ein Metrosystem gebaut. Das ist auch schon fast fertig. Wir haben jetzt gerade Februar. Im Juli soll es wohl an den Start gehen und dadurch auch den Verkehr hier entlasten, weil der Verkehr, also den krasseren Verkehr habe ich auf der Weltreise noch nicht gesehen. Das ist echt insane. Die ganzen Rollern. Und anscheinend wollen die den Rollerverkehr dadurch um 70% senken. Wir glauben nicht, dass das klappt. Also wenn ihr irgendwann später hier in Ho Chi Minh City seid, könnt ihr ja mal hier kommentieren, ob das geklappt hat.
So, unsere Walking Tour ist jetzt vorbei und wir sind jetzt noch in einem Lokal gleich, wo wir quasi alle eingeladen wurden mitzukommen. Und vorher haben wir uns noch ein traditionelles Gericht geholt. Ein Sandwich, Banh Mi. Genau. Wir dachten schon, was gibt's da jetzt gleich? Ich habe schon an das Exotische überhaupt gedacht. Nein, Banh Mi heißt einfach nur Sandwich. Genau. Und wir haben coole Anmelder bekommen. Noch zum Neujahr. Haben. Wir haben jetzt allerdings schon 4 Tage später, wollen euch aber trotzdem natürlich noch berichten, was es alles so zu sehen gab und was wir so erfahren haben vor allem auch. Wieso wir das Ganze erst 4 Tage später machen? Normalerweise sind wir da schneller. Mir ging es gar nicht gut. Also ich bin dann auch eigentlich ziemlich direkt nach der Tour, ging es mir dann nicht mehr so gut. Und deswegen war auch die Tour leider das Letzte, was wir da wirklich mitgenommen haben. Wir wollten eigentlich noch so viel mehr uns angucken. Aber ist dann jetzt nichts geworden und wir hatten halt auch nur einen sehr kurzen Aufenthalt für Vietnam geplant. Ja, 4 Tage nur. Sind jetzt auch schon wieder im nächsten Land, aber dazu kommt im nächsten Video genaueres. Genau, ganz interessant, auch bei Ho Chi Minh City. Also wir haben ganz viel in der Tour erfahren, versuchen jetzt mal so ein paar Kleinigkeiten weiterzugeben. Zum Beispiel vom Namen her Saigon und Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City heißt die Stadt tatsächlich seit der Wiedervereinigung von Vietnam nach dem Vietnamkrieg. Und die Leute aus dem Norden nennen es auch Ho Chi Minh City, die jüngeren Leute im Süden auch. Schon eher, wobei... Und, aber alle, die älter sind, ab einem gewissen Alter, die quasi zur Zeit des Krieges auf jeden Fall schon gelebt haben, für die ist es einfach immer noch Saigon, weil die Stadt einfach zu fast Gedenkzeiten dort eigentlich schon immer Saigon hieß, auch schon lange bevor das alles mit Vietnamkrieg und sonst was losgegangen war. Und generell zur Geschichte von Vietnam haben wir vor allem im ersten Teil der Tour viel erfahren. Das war so ein bisschen zweigeteilt. Erster Teil, da waren wir ganz im historischen Kern der Stadt, haben da verschiedene Gebäude angeschaut und viel berichtet bekommen. Und der zweite Teil, der war dann auch mehr zur heutigen, aktuellen Zeit. Ja, und bei dem geschichtlichen Teil fand ich es wirklich faszinierend. Südvietnam war lange Zeit gar nicht ein Land zusammen mit Nordvietnam, sondern war zum Beispiel zur Kolonialzeit der Franzosen, die auch bis zum Zweiten Weltkrieg dort die Kolonialmacht waren, zum Teil auch zu Kambodscha mit dazu gehört. Also Süd- und Nordvietnam waren wirklich lange, lange Zeit bis zum Ende des Vietnamkriegs gar nicht vereint. Ja, ist wirklich sehr komplex, das Ganze, was da alles so wie genau passiert ist und auch warum zum Beispiel so der wirtschaftliche Aufschwung und alles und warum so ein wirtschaftliches Zentrum in Ho Chi Minh City im Süden ist. Viele vermuten dann, wurde auch auf der Tour gefragt, hat direkt einer es gesagt, dass das daran lag, dass die Amerikaner da waren, aber da wurden wir auch aufgeklärt, dass das schon lange, lange wirtschaftliche Hochburg war durch das Mekong-Delta, weil man eben innerhalb, er hat gesagt, 4 Stunden Schifffahrt, glaube ich, am Meer ist und war einfach schon immer ein großer Handelsumschlagplatz seit mehreren hundert Jahren. Und dort in Ho Chi Minh City gab es auch beispielsweise das allererste Hotel, was in ganz Vietnam gebaut wurde, 1880 war es, glaube ich, oder war es 1860? So um den Dreh. So um den Dreh, auch sehr interessant. Und ansonsten einige Kolonialbauten der Franzosen haben wir uns angeschaut, wie beispielsweise die Oper, die auch heute noch sehr berühmt ist, die viele besuchen auch. Oder auch das Notre Dame von Vietnam. War allerdings, als wir da waren, etwas mit Gerüst eingepackt. Geschichtsträchtige Gebäude, die auch immer natürlich mit dem Wechsel der Herrschaftsmacht gewechselt haben. Wie gesagt, unser Tourguide, der ist auch ursprünglich aus der Gegend. Seine Eltern haben auch in dem Vietnamkrieg gekämpft und es war für mich sehr interessant, dann auch mal diese Perspektive zu hören, weil wir haben es kaum in der Schule behandelt und deswegen hatte ich immer so das Bild, okay, die Amerikaner haben gegen Vietnam sozusagen gekämpft, gegen den Kommunismus dort, aber im Grunde war es so, dass Südvietnam überhaupt nicht kommunistisch war und gegen Nordvietnam auch gekämpft haben, weil Südvietnam wollte überhaupt keinen kommunistischen Staat. Ja.
und dementsprechend war dann die Wiedervereinigung vor allem aus Perspektive von Südvietnam sehr kritisch gesehen, trotz des sehr grausamen Krieges. Ja, es gibt auch immer noch sehr große Differenzen zwischen Nord und Süd. Liegt vor allem auch daran, dass zum Beispiel die im Krieg gekämpft haben für Nordvietnam, die werden auf jeden Fall irgendwie finanziell unterstützt und alles von der Regierung. Wenn du allerdings im Süden warst, quasi auf der Seite der Verlierer, dann kriegst du gar nichts. Dann hast du einfach Pech. Und das schürt auch immer noch so ein bisschen Unmut. Unser Tourguide hat aber gemeint, dass er davon ausgeht, dass das in 3, 4, 5 Generationen dann vergessen ist. Und tatsächlich gehen sie her und versuchen ihren Kindern möglichst nichts davon zu erzählen, dass die Kinder quasi dieses Denken, das Feindbild über die Generation nicht beibehalten, dass sie das möglichst vergessen. Ist ein bisschen fragwürdig zu sagen, man versucht die Vergangenheit zu vergessen, damit die Zukunft besser wird, weil sowas sollte eigentlich auch aufgearbeitet werden und nicht einfach totgeschwiegen, aber ja, mal schauen, was die Zukunft bringt, ob das dann wirklich in Zukunft besser wird, ob denen ihre Vergessen-Strategie so gut funktioniert. Genau, also aber jetzt genau auf den Krieg ist er bei der Tour jetzt gar nicht eingegangen. Wie gesagt, es gab halt diese paar Hintergründe jetzt in der aktuellen Zeit, dass es da halt immer noch gewisse gesellschaftliche Spannungen gibt, wobei er trotzdem sehr überzeugt ist vom Land Vietnam und auch ja. Von der Wirtschaftlichkeit. Und tatsächlich auch von der Regierung. Er hat immer wieder Sachen hervorgehoben, wo er findet, dass die das sehr gut machen und so, obwohl er eigentlich kein Fan vom, also man nicht, er war definitiv kein Fan von dem Grundgedanke des Kommunismus. Aber bei ganz vielen Sachen hat er dann immer wieder gesagt, dass er es sehr gut findet, wie die das Ganze machen und alles. Und es ist auch kein echter Kommunismus, so wie man es kennt. Es ist zwar Einparteienregierung, so wie in anderen kommunistischen Ländern, aber es geht dann doch sehr Richtung Marktwirtschaft und vor allem sie. Angeblich möchte das Land sich selbst umbauen zu einem Sozialstaat, angeblich mit Vorbild der skandinavischen Länder. Genau, es war tatsächlich nur 10 Jahre lang nach dem Krieg circa kommunistischer Staat. Danach gab es eine Wirtschaftsreform und dementsprechend läuft die ganze Wirtschaft eigentlich kapitalistisch inzwischen. Ja. Aber ja, generell war es für uns richtig beeindruckend, so eine Großstadt in Südostasien zu sehen, auch mit so einer krassen Wirtschaft, die dahinter hängt. Also 9 Millionen Menschen circa wohnen in Saigon oder Ho Chi Minh City. Von denen sind übrigens 70% unter 35 und quasi die Hälfte des Landes wohnt in dieser Stadt tatsächlich. Das heißt, 35% aller Menschen unter 35 in Vietnam leben in dieser einen Stadt. Das ist schon krass. War wirklich jetzt im Vergleich zu Kambodscha auf jeden Fall schon wieder um einiges fortschrittlicher. Natürlich waren wir jetzt auch in der Vorzeige-Großstadt von Südvietnam. Und ja, hat uns auf jeden Fall neugierig gemacht. Also vor allem mich. Ich würde auf jeden Fall auch gerne nochmal den Norden von Vietnam sehen, Hanoi oder sowas irgendwann. Wir waren auch tatsächlich nur so kurz in Vietnam, da wir eben von den ganzen Geschichten, wie schlimm der Verkehr in Vietnam sein soll, ein bisschen abgeschreckt waren. Vielleicht würden wir es jetzt nochmal angucken, wenn man da ein bisschen mehr Abstand zu ist. Aber man muss tatsächlich sagen, der Verkehr ist wirklich katastrophal. Das ist schlimmer als in jedem anderen südostasiatischen Land. Kann man wirklich mit nichts vergleichen, was wir bisher gesehen haben. Weder Bali, wo ja auch ultra viel los war. Ja, ich habe so oft gedacht, dass jetzt jeden Moment knallt. Und sonst was, also wie die gefahren sind, weil es ist ja echt ein Wunder, dass es nicht durchgehend irgendwelche Unfälle gab. Und auch in unserem Apartment nachts, da waren ein paar größere Straßen außenrum, man hat es durchgehend Hupen gehört. Zum Glück waren wir so weit oben, da war es dann relativ leise, aber Alter, wenn man da im Erdgeschoss oder erster, zweiter Stocklevel nur ist an so einer Straße, da kannst du echt nicht schlafen oder du hörst das Hupen irgendwann einfach nicht mehr. Ja, also aber wir sind mal gespannt, wie das dann ist, wenn die U-Bahn eingeführt wird, ob das sich dann vielleicht bessert. Genau, zum Ende der Tour gab es dann noch ein kleines Beisammensitzen und alle haben sich ein Banh Mi geholt noch von der Tour, war dann echt ganz nett und zwar auch super lecker. Und das war's dann tatsächlich auch schon zu Ho Chi Minh City und zu Vietnam und ja, dann geht's beim nächsten Mal weiter ins nächste Land. Wenn euch dieser ausführliche Bericht und alles und dieses durch diesen ausführlichen Bericht doch gar nicht so kurzes Video euch gut gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und lasst auch ein Abo da, damit ihr erfahrt, wo es für uns jetzt wieder als nächstes hingegangen ist. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.